Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe euch heute etwas mitgebracht, was das Basteln erleichtert. Also das ist ein Angebot für diejenigen, die vielleicht gerade erst mit dem Stempelhobby anfangen oder aber auch für diejenigen, die wirklich viele Weihnachtskarten zu basteln haben. Da empfiehlt es sich nämlich, so ein Projektset zu nehmen. Das ist jetzt in diesem Falle das Projektset Zauber von Weihnachten und ihr könnt damit 20 Weihnachtskarten basteln und das innerhalb kürzester Zeit. Es geht wirklich so schnell und easy und die vier Kartendesigns, die es in diesem Set gibt, jeweils 5 Karten je Design, sind diese. Huch, da hat sich eins eingeschlichen, was so nicht hingehört, Entschuldigung. Da hatte ich tatsächlich eins doppelt. So. Das sind die 4 Kartendesigns, die man mit diesem Set basteln kann. Wie gesagt, jedes Design 5-mal. Und das geht wirklich ganz schnell. Und ihr braucht gar nicht viel. Ihr braucht einerseits das Projektset. Das findet ihr im Herbst-Winter-Katalog auf Seite 33. Das ist dieses Projektset. Und das beinhaltet wirklich alles, was ihr für diese Karten braucht, bis auf Stempelfarbe und das Stempelset. Das passende Stempelset findet ihr hier oben. Natürlich könnt ihr aber auch andere Texte dazu kombinieren. Das ist das Stempelset Zauber von Weihnachten. Und empfohlen wird, noch dazu zu nehmen, die Stayson Stempelfarbe, Klebemittel. Ich empfehle den Mehrzweckflüssigkleber, den Tombow-Kleber, weil man da einfach ein bisschen ruckeln kann, wenn man noch nicht so erfahren ist, ist der wirklich angebracht. Man könnte natürlich auch die Klebeschnecke, den Snail nehmen und ein paar Dimensionals. Alles andere habt ihr schon mit dabei. Eine Empfehlung habe ich noch, und zwar vielleicht habt ihr es noch zu Hause, den Stamp-O-Magic, den Stempelsetzer. Wenn nicht, verlinke ich euch bitte unten in der Infobox mal eine Bezugsquelle. Da könnt ihr den noch bekommen. Ich finde, es arbeitet sich damit einfach am besten. Und das ist im Prinzip alles, was ihr dafür braucht. Das Komplettpaket, wenn man so gar nichts zu Hause hat, es werden noch Stempelblöcke empfohlen, B, C und H. Das Komplettpaket, ich habe das mal ausgerechnet, wenn man noch gar nichts zu Hause hat und diese Karten basteln will, sind um die 100 Euro. Das ist pro Karte ein Preis von 4,85. Aber man kann natürlich das Stempelset und die Stempelfarbe und auch die Stempelblöcke weiterverwenden. Insofern reine Materialkosten. Dieses Projektset kostet 24 Euro. Ihr bekommt 20 Karten raus, sind 1,20 Euro pro Karte, inklusive Umschlag. Und das sind wirklich stabile Umschläge, durch die man auch nicht gucken kann, die innen noch ein bisschen gestaltet sind. Und ansonsten habt ihr alles mit dabei. Das zeige ich euch je Karte, weil ich habe mir das schon zurecht sortiert, damit ich auch wirklich alles habe pro Karte. Und ich bastle jetzt einfach mal die Karten mit euch durch, damit ihr wirklich seht, wie schnell das geht. Und dann fangen wir mit dieser mal an. Das ist alles in dem Projektset drin, was ihr dafür braucht. Einzig bei den Kreisen müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die gibt es nämlich in 2 unterschiedlichen Größen. Vielleicht seht ihr es hier noch. In groß und in klein. Für diese Karten braucht ihr die großen. Das habe ich erst ein bisschen später gemerkt. Ist aber nicht so schlimm. Die Grundkarte ist die ohne jegliche Markierung. Ihr seht nachher gleich noch den Unterschied. Die ist also mit dabei. Dass sich das jetzt hier nach oben wellert, ist nicht wirklich schlimm. Das ist dem Transport geschuldet. Ihr seht, hier wellert sich nichts mehr. So. Wie gesagt, ihr habt die passenden Umschläge mit dazu und die Designelemente. Und das ist ganz einfach schon vorgeschnitten. Das drückt ihr einfach nur da raus. Dann habt ihr hier als Aufkleber diese Etiketten. Die habe ich jetzt ein bisschen unklug abgemacht. Ich muss mir mal hier diese Stanzteile mal eben rausholen. Moment. Normalerweise bleiben die ganz wunderbar an dieser Trägerfolie kleben. Bei dem Teil war das jetzt nicht so. Jetzt kleben sie halt alle bei mir. Das, was wir jetzt noch machen, ist, dass wir das einmal passgenau hier auf diesen schwarzen Vordruck kleben. Wenn es mal nicht so passgenau ist, ist das auch nicht so schlimm. Wir kleben noch ein paar von diesem Teilchen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber egal. So. Damit ist das Designelement quasi schon fertig. Und jetzt heißt es aufpassen, dass man den großen Kreis erwischt. Ihr seht es, der ist ein bisschen kleiner als der. Man sieht das kaum, ist aber so. So, und jetzt nehme ich mir den und das Stempelset sagt, wir möchten bitte den Stempel nehmen. Möge der Zauber von Weihnachten jeden Winkel des Herzens erfüllen. Den habe ich mir schon auf einen Stempelblock gezogen.
Und dann nehme ich mir die Stayson-Tinte dazu. Und ich arbeite dann wirklich gerne, weil man durch die Gummistempel nur erahnen kann, wo der Stempel hinkommt, mit diesem Stempel Magic. Das mache ich nach wie vor. Wie gesagt, Bezugsquelle findet ihr in der Infobox. Das kann ich mir hier dann nämlich ganz wunderbar positionieren. Ich bin gerade mal am Überlegen, ob das bei dem Kleinen auch passt. Oh, es wäre knapp, aber es würde passen. Ich hatte allerdings mit der anderen Karte für den Kreis angefangen. So. Wunderbar. Ups, nicht über die Tischkante fliegen hier. So, und als Klebemittel nehme ich jetzt für diese Karte jeweils Dimensionals. Es klebt alles ein bisschen an mir hier. Das ist, wenn man zeigen will, wie wirklich schnell und unkompliziert das funktioniert. Einmal aufkleben. Und den Spruch darüber. Und jetzt sagt uns die Anleitung, bitte klebt da noch ein paar Glitzersteinchen hin. Und auch dafür haben wir im Set genügend Glitzersteinchen. Ich habe jetzt hier die goldenen. Es gibt die auch nochmal in grün, das seht ihr gleich. So, und ich klebe jetzt hier einfach nur drei hin. Die Anleitung sagte, glaube ich, 5 oder 6. Ja, komm. Was soll der Geiz? Zack. Fertig. Die erste Karte ist fertig. Es geht doch wirklich schnell, oder? Ich räume mal hier die Sachen beiseite, die zu der Karte gehören. So, und die nächste Karte wäre dann diese. Und da habe ich, wie gesagt, den falschen Kreis genommen. Ist aber überhaupt kein Drama. Die Grundkarte wieder. Und diese Karte hat eine Markierung, die hat sie auch nicht ohne Grund, weil an diese Markierung jetzt wieder ein Aufkleber kommt. Das Teilchen geht über die gesamte Breite der Karte. Da gibt es noch einen zweiten, da müsst ihr aufpassen, dass ihr den richtigen erwischt. Für diese Karte ist das Element nämlich ein bisschen kürzer. Dann haben wir die Motivkarte. Die kleben wir wieder mit ein bisschen Flüssigkleber auf. So, dass die Bordüre da unten noch ein bisschen hervorscheint. Hier haben wir schon den passenden Umschlag dafür. Und da nehme ich jetzt den kleineren Kreis. Und der Spruch, der da drauf kommt, ist... dieser schöne und gemütliche Feiertage voller Harmonie und Freude. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch abweichend gestalten. Das ist überhaupt kein Thema. Andere Sprüche verwenden. Aber die passen halt sehr gut, weil die auf die Produktreihe oder auf dieses Projektset auch abgestimmt sind. Ich mag die Typografie auch sehr gerne. So. Und das Schildchen klebe ich mit Dimensionals wieder auf. Und auch hier sagt die Anleitung, bitte klebt ein paar Glitzis auf, weil Weihnachten darf es funkeln. Da kommen dann wieder die goldenen zum Einsatz. Und schon ist die zweite Karte fertig. Die dritte Karte wird dann diese. Auch da haben wir natürlich wieder unsere Grundkarten. Und jetzt seht ihr den Unterschied. Hier ist diese rote Karte mit einer Markierung.
Bei unserer ersten Karte hatten wir diese Markierung nicht. Und entlang dieser Markierung wird wieder eine goldene Bordüre geklebt. Wie gesagt, da ist es dann jetzt die kürzere, die ein bisschen weiter aufgeschwungen ist. Die hat etwas größere Wellen an der Bordüre. Entlang der Markierung kleben. Dann habt ihr die Auflegekarte, die Motivkarte. Ich mag dieses Dunkle auch sehr. Also ich bin ja grundsätzlich nicht der Typ für klassisch Rot-Grün, das wisst ihr. Aber in diesem Fall gefällt mir das echt gut, weil es dann halt auch so ein sehr dunkler Ton ist. Ne? Also nicht so dieses Glutrot-Olive, das ist nicht so meins. Aber das finde ich schon wieder, das sieht schon wieder sehr edel aus, gerade in der Kombination mit dem Goldenen. Da haben wir dann die etwas größeren Fähnchen und natürlich auch einen anderen Spruch. Jetzt muss ich mal eben kurz meine Stempelblöcke ummontieren. Das ist jetzt auch die empfohlene Größe des C-Blocks. Auf das fröhliche Stunden und glückliche Erinnerungen diese Zeit des Jahres begleiten. Das ist der Spruch, finde ich auch sehr schön. Spiegelt so ein bisschen die Heimeligkeit und das Familiäre von Weihnachten wieder. So. Also ihr seht, wenn ihr da mehrfach drüber geht, wird der Stempelabdruck auch ein bisschen dunkler und ihr kriegt es halt gut positioniert mit dem Stempel Magic. Schade, dass wir den nicht mehr im Sortiment haben. Das Prozedere ist das gleiche. Jetzt wird das Spruchelement wieder aufgeklebt mit Dimensionals. Und außer, dass ihr die Bordüren mal verwechselt, kann euch bei diesem Set wirklich nichts passieren. Und selbst das ist nicht dramatisch. Da ist dann unsere Kreativität gefragt. So, und jetzt sollen wir Glitzersteinchen in Grün dazusetzen. Auch drei. Ihr könntet natürlich auch Perlen dazu kombinieren. So sind sie sehr subtil, Pärchen oder andere Glitzersteine würden auffallen, obwohl die normalen Glitzersteine würde ich nicht nehmen, weil hier dieses Goldelement dabei ist. Die dritte Karte fertig, ist noch eine, die wir zu bewältigen haben. Und wirklich bewältigen ist das ja auch nicht. Das ist dann diese Karte. Die Grundkarte ist diese und auch hier sieht man wieder eine Markierung entlang derer diese Bordüre mit der Spitze geklebt wird. Warum bleiben denn heute immer meine Dings hier dran? So, normalerweise löst sich das so gut ab. Ich bastel da das jetzt ja quasi schon mal hier im dritten Durchgang. Der erste war zum Üben. Der letzte will hier nicht raus. So. Ich orientiere mich hier ein bisschen an der Spitze und klebe es dann nach links und rechts fest. Da kommt dann dieser wunderschön gemalte Weihnachtsstern dazu. Mit Flüssigkleber, wie gesagt, könnt ihr ein bisschen ruckeln. Deswegen würde ich hier gar nicht mit Snail arbeiten. So, und auch da haben wir Fähnchen, und zwar diese langen, und einen langen Spruch, frohe Weihnachten. So, jetzt ist mein Dings hier voll, das ist aber nicht so schlimm. Wir wissen ja, um welchen Spruch es geht, um diesen hier.
So. Und auch hier wird der Spruch wieder mit Dimensionals aufgeklebt. Auf die Länge nehme ich 3. Und natürlich kommen da auch Glitzersteinchen mit dazu und in dem Fall sind es wieder die grünen. So. Und die vierte Karte ist auch fertig. Ihr seht, das geht wirklich ganz schnell. Die Stempel, wenn ihr mit Stayson gearbeitet habt, könnt ihr ganz einfach mit dem Stayson-Reiniger reinigen. Dazu gebe ich einfach, der hat ja hier oben diese Filzstifte, ein bisschen direkt auf den Stempel. Nehme mir dann ein Tuch und nehme die Farbe ab. Ihr könnt es aber normal auch in der Schrubbkiste reinigen. Die Stempel bleiben dann nur schwarz. Das hat aber keine Auswirkung auf die zukünftigen Stempelabdrücke. Und mit dem Stayson-Reiniger könnt ihr dann auch dieses Plastiksheet, also dieses Blatt, reinigen. Das ist überhaupt kein Problem. Also den Stayson-Reiniger haben wir jetzt auch wieder im Sortiment. Und jetzt zeige ich euch nochmal alle 4 Karten. So, dass wir sie auch alle mit hier aufs Bild kriegen. Das ist noch eine Hochkantkarte. Ihr seht, es ist wirklich schnell und einfach gemacht, für Anfänger geeignet, für diejenigen, die wirklich viel Karten brauchen für Weihnachten und schnell gemacht, vielleicht noch mit einer Freundin beim Kaffee am Samstagnachmittag. Das ist meine Idee für heute. Probiert es mal aus. Es macht wirklich Spaß, mit den Projektsets zu basteln. Und ihr könnt auch ein bisschen abwandeln, ihr könnt die Elemente auch für andere Karten verwenden. Und wie gesagt, ihr habt alles komplett, das Rundum-Sorglos-Paket gleich mit Umschlägen mit dazu. Vielleicht ist das ja eine Idee für eure Weihnachtsbastelei im Advent. Bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt kreativ und tschüss aus Hamburg. Tschüss!